Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit, und zwar zu einem speziellen Part. Wir werden jetzt mit der Hauptquest weitermachen, aber wie es weitergeht, das entscheidest du. Wir haben einmal die Wahl, zu Eric Cartman, den Großmagus Eric Cartman zu gehen und die Goth Kids für ihn rekrutieren, oder wir gehen zu Kyle und verraten Eric. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ganz ehrlich. Ich traue beiden momentan nicht so ganz über den Weg. Was wir machen, liegt jetzt nämlich nur an dir. Du siehst jetzt hier und hier ein Bild von den beiden. Bitte die Anmerkung bei eurem YouTube-Player anschalten. Und dann klickt ihr auf einen der beiden Bilder, für den ihr euch entscheidet. Und das Bild, was ihr anklickt, für den werden wir uns jetzt entscheiden. Also los. Entscheid dich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, und du Speck hat auch keinen guten Rat. Halten wir zu den Elfen oder halten wir zu den Menschen? Wollen wir Butters und Cartman schützen? Oder Kyle und Stan? Schwere Entscheidung, ich weiß, ja. Ist nicht so einfach. Du kannst ruhig auf einen der Sachen draufklicken, dann kommst du zu dem Video, wo wir uns für entscheiden, und dann geht's ganz regulär mit dem LP weiter. Kyle oder Cartman? Cartman oder Kyle? Der Jude oder das Arschloch? Arschloch oder Jude? Leute, wie ist das Wetter heute bei euch so? Du scheinst ja dich nicht entscheiden zu können. Guck mal, wir haben von Jimmy eine neue Nachricht gekriegt. Werden wir in beiden Parts auf jeden Fall lesen. Aber erst, wenn du dich jetzt entschieden hast. Kyle oder Cartman? Cartman oder Kyle? The stage is yours. Gucken wir doch mal, wann die neue South Park Staffel kommt. Ich habe immer noch Hunger. Fällt mir gerade auf. Cartman oder Kyle? Kyle oder Cartman? Stan, Butters, Butters. Ich meine, ich will auch zu Butters halten. Aber Stan haben wir ja mittlerweile auch schon ins Herz geschlossen. Deine Entscheidung. Digga. Komm. Wir müssen weitermachen. Wir werden mit dem LP nicht fertig, wenn du so lange brauchst. Dann guck halt beide.